Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Heute ist es endlich soweit, der dritte Teil von The Blood Crystal. Eine Fanfilmreihe, die ich entdeckt habe und die komplett untergegangen ist in ganz vielen anderen Fanfilmen, die aber an bestimmten Stellen unglaublich gut produziert ist, besonders vor Ort. Requisiten, die ganze Umgebung, als auch die Story, sehr, sehr interessant bisher. Und heute schauen wir uns den dritten Teil an. Wer die ersten Folgen nicht geschaut hat, oben natürlich in der Videokarte da, Infokarte und so verlinkt, ne? Guckt euch als erstes die an, sonst kommt ihr mit der Story im dritten Teil nicht mit. Aber für alle, die schon die ersten beiden Teile gesehen haben und jetzt nicht abgeschaltet haben, viel Spaß beim Video. Leute, der letzte und dritte Teil. Blood Crystal. Let's go! Das war damals echt unser Glockengong, ne? Auf der Schule, wo ich war. A long time ago in a galaxy far, far away. Keine Untertitel diesmal. Keine Untertitel. Jedi Drovats long lost brava Fios. Okay, alles klärchen. Wir wissen, ne? Jedi und Sith waren da. Now Sith Lord Malafrax has killed Suntaka. Also, ne? Die kleine Padawan. And destroyed their prototype A-Wing Rapier One. Also, er will immer, der Sith will den Kristall haben, den Blutkristall, worum es geht. Für die neue Sith-Ordnung. Und, ignoriert die direkten Befehle des Imperiums. Das ist aber scheiße von ihm. Gönnen wir uns. Die Mucke ist echt gut gewählt. Immer noch auf Orsika. Orsika. I'm so sorry, Theos. But don't do this. You can't win. It's already done. Until we meet again, brother. So weit waren wir schon. Sehr, sehr geil, den Zeitraffer, den die aufgenommen haben. Da muss ich da erstmal draus befreien, oder was? Wir haben diesen Blutkristall innerhalb der ersten beiden Episoden, glaube ich, gar nicht gesehen. Wenn man mal überlegt, das Lichtschwert ist ja, es hat ja wirklich eine blaue Farbe, ne? Dadurch hast du direkt diese blaue Beleuchtung. Aber das ist halt nicht nur das Lichtschwert, womit die gefilmt haben. Ihr müsst euch vorstellen, sieht man auch am Licht, da oben drüber, ne? Da stehen beim Film jetzt mega viele Lampen und beleuchten das alle in so einer, ich weiß nicht, wie die OCD-Folien, ich weiß nicht, wie die heißen, genau jetzt gerade aus dem Kopf, und beleuchten das Ganze blau. Alleine die Lampen, jetzt kein Scherz, locker um so einen Raum zu beleuchten, mit Akku sind die normalerweise bis im vierstelligen Betrag los. Das ist Kyberkristall, ne?
Er schneidet sich jetzt raus. Ja. Die Frage ist, ob dein Bruder da noch irgendwo wartet oder er müsste ja längst über alle Berge sein. Welcome back, Jedi. Now that you've had a taste of the hell that I went through because of you, we can continue. We can't change the past, but now we have a chance. We don't have to fight, we can be a family again. I'm not here to reconcile. What's your reward for killing him? Satisfaction. You may be my brother, but now you will always be a Jedi. Der ist noch da. You used to hate the Empire. They enslaved us. Why are you working for them? You really think we work for the Empire? They are just the Emperor's puppets! Release your hold on the dark side, brother. We didn't have a choice then, but we do now. I've made my choice. Come back with me, Theo. It's not too late. We can restore balance to the Force. To us. Do it. Strike me down. No, you want to. Coward. Give in to your anger. Kill me. Oh, da haben sie einige Lichtschwertprobleme bei der Animation gehabt. Übrigens, sehr, sehr interessant. Auch das Ganze ist wirklich sehr, sehr spät gefilmt. Aber guckt euch mal mit Flutlicht und sowas alles an. Produktionstechnisch war das echt nicht schlecht. Die Animationen sind halt, aber da waren viele, viele, viele Leute, die ja gearbeitet haben, dran. I know how powerful the dark side can be. Übrigens auch storytechnisch sehr interessant. Es hat nichts mit dem Imperium zu tun, sondern das ist ein neuer Sith-Orden quasi, der komplett abgetrennt davon ist. It changes you. I won't be turned. I would rather die a Jedi than to kill my own brother. And so be it. Jedi. The Master thought you were so strong. Now I will show you just how powerful I can be. Bring Freedropper. You must kill him. He's far too dangerous. Be strong. But Master, how? He has dead you already. He killed your Padawan, your passion. He wants to kill you. Destroy him. You have no chance, brother. The crystal belongs to me. On the contrary, my young apprentice. The crystal should belong to the Sith. Kill him now. I command you. Master? Do not hesitate. Warte mal, das ist von beiden der Meister? Die wussten das einfach nicht. Fulfill the prophecy and show me who is the strongest. Good. He is your past now. Embrace your destiny and your future with me, young Jedi. Master. No! You disappoint me. You are no Sith. Don't give in, Lomprat. I'm still your brother. Your blood. Remember the stone I gave you. You
found it in the caves while mining, and that somehow it bonded us. You gave me that nickname because I was always scurrying around in the tunnels. But I don't sense my brother anymore. He's gone. You are now, and will always be, a Sith. Yes, I am. Good. You had to do it. Your brother was weak. You are much stronger. How is this possible? The balance of the Force has shifted now. Their blood has turned blood in anger and hate. I didn't hate him. It was the crystal. I couldn't let him take it. So young and presumptuous. There is no such thing. Muss ja erstmal gerade mitkommen so und das innerlich bewerten. I know it. You were testing us. Ah, you are wise and strong with the Force. We test many. You are the one. Now that you have crossed over, you are mine. The Emperor will be very pleased. Hat doch was mit dem Imperium zu tun? Yes. Master. Aber es ist cool gemacht mit dem Gewitter oben. Also ist er quasi der Imperator, der Meister und hat sich einfach nur als wer anders ausgegeben? Also ernsthaft, Leute, ich muss das Ganze jetzt erstmal ordnen. Ich weiß nicht, wie mir das Ende gefallen hat. Das war irgendwo, hat sich überstürzt angefühlt. Ich sag da nicht oft etwas Negatives und diese Filmreihe hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil besonders vor Ort wurde sehr, sehr, sehr gut gearbeitet. Die Beleuchtung, das ganze Set an sich, die Requisiten war wirklich 1A. Die Spezialeffekte, da hättest du für so viel mehr rausmachen können. Ich weiß nicht, ob die so viel Geld hatten, einfach um vor Ort alles so cool zu machen und dann in der Nachbearbeitung irgendwie gehetzt sein sollten oder sowas. Aber mit dem Lichtschwerter, da waren einige Fehler dabei, die ich eigentlich von so einer Produktion, naja, eigentlich gar nicht vermutet hätte, sagen wir mal ehrlich. Du hast ja so viel Kohle reingesteckt, alleine an Requisiten und Kameramaterial, dass das, da hättest du ja eigentlich auch wen irgendwo nochmal ranholen können, der das irgendwo besser bearbeiten kann. Trotz alledem, die Story-Idee fand ich interessant. Als erstes eine neue Sith-Ordnung, die nichts mit dem Empire zu tun hat. Am Ende stellt sich raus, dass es doch was mit dem Imperium zu tun hat und dass quasi anscheinend der Imperator war und er soll zu Lord Vader fliegen. Das waren zwei Brüder, die aufeinander gehetzt worden sind, um dann zu entscheiden, wer ist der Stärkere, wer wird Inquisitor oder rechte Hand von Vader. Ist natürlich alles in Richtung Legends gemacht. Und dann wird das blaue Schwert zu einem roten Schwert. Ohne wirkliches Bleeding, was ja im Kanon super lange dauert, ne, um sowas überhaupt, oder ne, einen synthetischen Kristall, war es natürlich dementsprechend nicht. Oh, schwierig. Also es gab Sachen, die mir sehr gut gefallen haben, wirklich, wirklich gut. Und Sachen, so wo ich mir gesagt habe, ey, hätten die sich 2 Monate mehr Zeit genommen oder wenn anders dann die After Effects gesetzt, dann, oder an ein, zwei Stellen die Story noch ein bisschen
besser überdacht, dann wäre es halt viel, viel schöner nochmal geworden. Trotz alledem, Mühe ist auf jeden Fall da. Und wenn ihr das selber abchecken wollt, von Teil 1 bis 3 gibt es Reactions und natürlich die Originale unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Dankeschön fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.